So, dann herzlich willkommen. Heute zu einer ungewohnten Zeit von mir, aber ich musste heute Morgen nochmal die Chartzeit überarbeiten. Mein Urlaub ist jetzt vorbei. Ich werde noch einen Monat lang hier den JFD Desktop begleiten und dann weiterhin auf Guidance verfügbar sein. Jedoch dann eben nur, einfach sein, nur für Godmode Trader dann arbeiten, also für Börse Go. Ich habe jetzt heute hier einige Charts halt mitgebracht. Einige sind alt, einige natürlich neu. Und ich wollte jetzt hier gleich mal mit Silber und Gold, in meinen Augen eben ja noch die schönsten Charts hier, oder beziehungsweise was hier definitiv noch lief, auch vor meinem Urlaub, wo ich als Urlaubstrade dann bekannt gegeben habe, war hier der Silber Trade. Wenn man hier das Grau, vielleicht sieht man es jetzt nicht ganz, weil der Kurs hat das eben dann alles mitgemacht. Ich bin ja am 26. August in den Urlaub gegangen. Das war eben genau zu dem Zeitpunkt, wo eben Silber hier nochmal die Abwärtsbewegung gemacht hat, wie es eben hier so eingezeichnet war, Richtung 18,50. Ja, das Tief lag eben 18,40. Sollte dann hier eine Aufwärtsbewegung Richtung ja, 15,60 machen. Hat hier definitiv überschossen, ja, bis über 20 US-Dollar. Rücksetzer, der fiel jetzt hier eben auch kräftiger aus. Also ging die Aufwärtsbewegung weiter nach oben, die Korrektur weiter nach unten. Und hier ging es jetzt nicht direkt auf neue Höchststände. Also Höchststände im Prinzip Jahreshochs. Hier ist dann wieder abgebrochen worden, direkt oder knapp vor dem Hoch, und kann sich jetzt hier ja über der 19 US-Dollar Marke im Moment stabilisieren. Wichtig ist jetzt hier, der Anfangsstopp lag hier unten, den kann und soll man definitiv hier hochlegen. Wer also jetzt wirklich hier eingestiegen ist, sollte nicht mehr in den Verlust kommen. So wäre jetzt hier das Chartbild. Solange hier eben Silber über ja, 18,60 halt handelt, kann hier es weiter eben nach oben auffächern und sollte jetzt hier wirklich ein Kaufsignal eben folgen. Hier kann man jetzt eine neue ja, Trendlinie setzen, also über, in meinen Augen, über dem Hoch von 20,15. Ja, sollte sich wirklich dynamisch nach oben dann sich eine Aufwärtsbewegung ausdehnen. So sieht eben Silber aus. Bei Gold ging es nicht ganz so tief runter wie hier gewünscht, bis knapp unter die 1300 US-Dollar. Hier hielt die Marke, sollte aber eben Richtung 1287 möglicherweise fallen. Einzige, was jetzt hier neu ist bislang, ja, die Trendlinie ging natürlich da nur bis dahin, aber die hat sie ja eben gehalten. Wenn man die jetzt verlängert hat, ging es auch hier kein Kaufsignal, und hier kann man nun die Beitriggermarke auf, meinen Augen, auf dieses Niveau senken. Das sind rund 10 Dollar oder 8 Dollar. Meinetwegen kann man im Prinzip, auch wenn das auf Tagesschlussbasis gebrochen wird, ist ein weiteres Kaufsignal in meinen Augen dann definitiv halt auch bestätigt. Zu WTI ein kurzes Wort. Da gibt es jetzt hier aktuell nichts Neues. Ich habe hier den Tageschart kurz. Hier war ich bullish eingestellt. Dann gab es hier noch einen Move nach oben und dann fiel es aber hier das Rohöl nach unten und hat hier kein neues Hoch ausgebildet. Der Chart sah damals im Prinzip oder hat hier ein Hoch vorgesehen. Muss man eben, weil jetzt hier das Hoch gefehlt hat, muss man natürlich im Prinzip aufpassen. Hier kann sich das natürlich auch dann nach
unten sich dann auffächern, aber bislang ist hier jetzt auf Tagesbasis und auf 4-Stunden-Basis noch kein neues, also kein neues kurzfristiges Signal entstanden. Wichtig wäre hier ein 4-Stunden-Close über dem EMA 200 oder eben auch über 45, 50. Dann könnte es hier aber ist nur grau, ist also nicht ein ja, Setup der Note 1, sage ich mal, sondern eher halt so zwischendrin so 3. Das anders sieht es auch im Trend nicht aus. Da ist die Marke eben ja bei 1 US-Dollar weiter oben, 47,50. Hier wird eben auch nichts ganz Akutes präferiert. Wenn es jetzt hier in diesem Bereich zum Umkehrsignal kommt, eine Umkehrkerze, dann kann man hier sogar auch auf fallende Kurse setzen. Also hier ist mal noch ein bisschen abwarten angesagt. Zum Forex-Paar Pfund gegen US-Dollar. Das sieht das eben oberhalb des letzten Tiefs, kann sich das hier so ja, leicht nach oben auffächern. Allerdings, da wir eben hier in einer intakten Abwärtsbewegung sich befinden, ist es natürlich auch sehr spekulativ und deswegen auch nur grau hinterlegt. Zu US-Dollar, japanischen Yen sehe ich eben auch eine leichte Aufwärtstendenz, Erholung, die ist möglich. Ja, bis 104,44 geht es hier noch drüber auf 4-Stunden-Basis. Aber hier sind dann auch erstmal ein Maxi oder ein Potenzial dann auch nur von 30, 40 Pips. Das ist aber hier dann mehr oder weniger ja, präferiert. Sicher ist jetzt hier vielleicht der falsche Ausdruck. Dann muss es eben hier zeigen, was hier der Kurs an der Abwärtstrendlinie dann macht. Kommt es eben hier ja, noch im September dazu, zu so einem Anstieg. Und darüber ist natürlich dann mit weiteren, es erfolgt ja, Tagesschluss über diese Trendlinie, ist natürlich dann eine Aufwärtsbewegung zu favorisieren. Dann kommen wir zum DAX. Oder machen wir erstmal beim Euro-US-Dollar weiter, das habe ich jetzt hier rübergeschoben zu dem DAX. Das ist jetzt hier ein altes Setup. Hier ist, war die Marke abgesteckt. Unter, also ein Wochenchart oberhalb von was war es hier, 1,0930 etwa. Ja, war hier eine Aufwärtsbewegung bis 1,14 eingezeichnet. Hat es hier fast geschafft, aber war eben auch nur grau, war eben möglich, allerdings hier, wenn hier ein Signal nach unten entstanden wäre, wäre das hier womöglich einfacher zu handeln gewesen. Im neuen Chart, US-Dollar, kurzfristigen Chart, hat sich hier ja eine, genau jetzt gegen 12 Uhr eigentlich, ein Doji, ein Hammer ausgebildet, überhalb dem EMA 200. Wäre für mich jetzt hier auch erstmal noch eine Aufwärtsbewegung Richtung wieder 1,1250 denkbar. Erst aber, wenn jetzt hier diese Trendlinie gebrochen wird, kann es hier Richtung 1,1430 gehen. Hier kurzfristig auch nicht wirklich aussagekräftig. Zum Schluss kommen wir zum DAX. Hier lag eben um 12 Uhr, also der Chart, ich kann den hier mal auch auf Stundenbasis. Kurz nach 10 Uhr war ich hier mit dem, sag ich mal, dem Chart fertig. Ein Stundenschlusskurs über 10.510 wäre noch ein Anstieg bis 10.550 oder 60 möglich gewesen. Und dann Rückfall und genau unterhalb dieser Linie hat der DAX hat zwar die Linie hier auf
4-Stunden-Basis knapp überschritten, allerdings eben nicht auf Stundenschlussbasis. Und so war hier erstmal ein Rücklauf bis 10.440 präferiert. Der ist dann auch eingetreten, leicht runter. Jetzt kann hier eben noch einen leichten Move nach oben kommen, wieder Richtung 10.480. Und dann ist es eben entscheidend. Dann ist es genau, sind wir dann an dem Punkt mehr oder weniger angelangt. Kommt hier eine Umkehrkerze, wird hier das 10.360 Kursziel präferiert, aber es kann eben auch nach oben durchstarten. Also hier muss man dann in dem Bereich sehr drauf achten und zeitlich ist es jetzt hier etwas nach vorne gelegt. Also hier ist es auch heute noch gegen 17 Uhr eben möglich, ein Anstieg bis 10.480. Dann muss man schauen, was die Wall Street macht. Ist die schwach, wird hier ein Gap Close favorisiert. Auch hier beim Future ist leicht diese Marke überschritten worden. Doch auch hier war eben dann Rücklauf favorisiert worden. Erst ein 4-Stunden-Schlusskurs über 10.513 oder 15 oder jetzt halt über das andere hoch 520. Ist hier mit weiteren Kurssteigerungen dann zu rechnen. Das war's. Wie gesagt, heute zu einer ungewohnten Zeit. Ich versuche morgen dann wieder vor 9 Uhr live zu gehen und sonst folgen genauso wie davor täglich 2 bis 3 Analysen bzw. halt dann auch Trades und Fortsetzungen der Ideen. Danke fürs Zuhören. Dann bis heute Abend.